Freunde, herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry 3 Special Edition. Ja, und wir fangen gleich an und ich denke mal, gleich wird eine Cutscene kommen und ja, scheiße. Gut, okay, die Cutscene ist vorbei. Ja, wie gesagt, ein herzlich willkommen zurück. Und ja, im letzten Part. Ja, was haben wir damit noch gemacht? Wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht. Sind dem Turm ein Stückchen näher gekommen, haben eine neue blaue Kugel. Ja, würde ich sagen, fangen wir eigentlich einfach mal an, ne? Wollen ja nicht so viel Zeit verplempern. So, da ich jetzt hier ein Schwert brauche, Swordmaster habe ich. Sind wir mal gespannt, ne? Engelsgegner. Wunders Ausgeburten, kehren zurück. Oh nein, gar nicht, das sind irgendwelche Mistgeburten. Na dann. Na, komm. Alter, was denkst du, wer du bist, Mann? Komm. Hä? Was denkst du, wer du bist, Mann? Na? Voll in die Schnauze geschossen. Und die Tür ist offen. Und wir legen uns hier mit jedem Gegner an. Mann! Alter! Du hast hier ein Stück Scheibenkleister, Mann. Jetzt reicht's aber hier. Mann. Oh, komm her, Alter. Komm, Alter, wollt ihr mich verarschen? Da, du Mistgeburt. Von, naja, keine Ahnung, von Spinne. So ähnlich halt. Na, wie weit kann das eigentlich schießen? Oh mein Gott. Macht er jetzt einen auf Nelo Ancholo oder was? Schlecht wäre es natürlich nicht. Ach nein, hier müssen wir ja die 4 Fragmente suchen. Ach man. 3 Fragmente. Oh, was habe ich heute denn nur? Hier gibt's auf jeden Fall noch was. Und zwar das hier. Bam. 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 Bam, bam, bam. Und toll, das zählt nicht. Da. Okay. Eine Energiequelle wurde aktiviert. Nebenan ist ein lautes Einschnappen zu hören, als würden 2 Teile zusammengesteckt werden. Hier gibt's aber noch Kohle. Cool. Okay, da fliegen wir dran vorbei. Welcome. Oh, this is next stage. So, jetzt müssen wir aus jeder... Aus jedem Raum mindestens. Also hier waren wir schon, das heißt. Zack. Ich
frag mich, nach welchem Prinzip das da läuft. Grün ist auf jeden Fall angezeigt, oder blau. So, richtig. Die Gegner sollten uns jetzt erstmal nicht interessieren. Boah, ich hasse das. Oh mein Gott. Auch hier, das sollte keine schwere Hürde sein. Sollten sogar einfach durchlaufen können. Oh, verpiss dich! Geht doch. Urialkon Fragment, ein geheimnisvoller Stein, der Energie liefert. Dieses Fragment muss vollständig werden. Wären wir nicht entgangen. Autsch. Ha! Mann! Mann! Alter, wir kommen nicht mal raus! Hey, wir kriegen hier tausendmal in die Klatsch. Und gleich nochmal. Ha, nochmal. Boah, war mir so klar. Ja, genau. Kommt noch eins? Nein. Doch. Hat uns aber nicht getroffen. Kriegen hier übelst oft in die Klatsch. Uah, uah, Klatsch, tot. Mann. Oh. Double Jump. Boah, Alter. Boah. Hochgekommen, Alter. Hast du Probleme? Hä? Warum weichst du aus? Ich könnte dich zerteilen. Wieso zum Beispiel, weißt du? Und du? Machst Stress oder was? Und du? Oh, oder wie? Finde ich voll lustig, man kann übrigens auf die eintreffen. Wir verlieren keine Energie. Na egal, verlieren wir nicht so viel Zeit. Und erfreuen uns über das, was wir haben. Umschwanken. Es fühlt sich an, als würde er sich drehen. Tut er auch. Hallo, Dolly. Hallo, du süßer Stein. Ich werde dich holen. Oh, wie lustig. Ich habe das noch nie geschafft, Alter. Ja, doch einmal. Hallo, du Süßer. Ich wusste, dass du alleine bist, deswegen habe ich dich gesucht. Und tschüss. Badababam. Badabam. Badabababa. Badabra. Da 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 da. Oh. Jetzt wird schon kritisch. Ja, funktioniert trotzdem. Oh, die Tür bleibt aber trotzdem zu. Ey, das ist mies. Jetzt reicht's. Ah, zermetzeln, schlitzen, kaputt machen. Bam. Voll gestochen. Komm her. Mann, komm her. Hallo, kleiner Freund. Pam, 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 pam. Puff. Schlitz. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm, oh, nein. Stirb. Autsch. Ja, schön für euch. Dankeschön für die reichlich
tolle Kohle. Okay. Nee, scheiße. Haben wir schon drei? Nee. Dächte ich jetzt nicht. Da, wir haben bloß zwei. Haben wir ja was verkehrt gemacht. Boah, verpisst euch doch mal. Schön. Den Schrott muss ich jetzt hier... Oh nö, da will ich nicht nochmal hochspringen. Das ist mir zu dumm. Komm. Schön, für dich. Ich dachte, hier war das, wo wir zweimal draufschlagen mussten. Dachte ich mir doch. Dieser Pfad führt zurück in die Welt der Menschen. Wer den Eingang zur Dämonenwelt finden will, muss vom zentralen Weg himmelwärts ziehen. Muss ich das ja? Ich dachte, dass ich hier jetzt richtig bin. Aber so... So ganz sicher bin ich mir nicht. Aber es ist so. Denn ihr geht ein auf die Nerven. So, da ist erstmal so ein blauer Stein. Dankeschön. Gibt es hier noch mehr oder... Wie soll ich das jetzt sehen? Nein. Also müssen wir höchstwahrscheinlich hier rein. Leute, ich komme mir gerade so ein bisschen verarscht vor. Ich dachte nicht, dass der Stein so weit weg ist. Herzlichen Glückwunsch, Tino, du hast dich verlaufen. Du kriegst einen Orden fürs Verlaufen. Oh, alter Schwede. Und sowas schindet sich Devil May Cry Fan. Na tolle Wurst hier. Das hätte mir eigentlich schon auffallen müssen. Weil kein Raum kam, wo wir so eine überdimensionale Drehwende machen müssen. Mit der Scheibe oder so. Hier geht's zurück zu dem Welt der Menschen. Okay, dann nochmal, ne? Wenn das jetzt nicht der richtige Weg ist, werd ich böse. Ach, das sieht so aus wie der richtige Weg. Auf geht's. Geil, wa? Cool gemacht, wa? Naja, freu auch ich. Mann, stirb.
Ah, das sieht nach einer Drehscheibe aus. Und tschüss. Denn ich habe jetzt keine Lust, mit euch zu kämpfen. Und tschüss, Mann. Ah. Ja, zum Glück konnten wir noch mal abspringen. Und jetzt nichts wie weg hier. So, und das dürfte jetzt der richtige Weg sein. Und wehe, gnade dir Gott, wenn es nicht so ist. Gut. Fein gemacht. Hallo, Tür. Sieht aus wie ein Schalter für einen Aufzug. Irgendwas fehlt aber. Sie haben folgendes Objekt benutzt. Sie haben folgendes Objekt benutzt. Sie haben folgendes Objekt benutzt. Och ja, komm, Fragment. So ein übelster Hyper-Fahrstuhl. Es kommt bestimmt jetzt eine Cutscene. So wie das aussieht. Oh nö, nicht mit den zwei verschiedenen Fragmenten. Oh nein! Na dann, viel Spaß. He plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender in joy to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth, gluttony, greed, envy, lust, wrath and pride. A bell of chaos that tolls human desires. After 2,000 long years, the once sealed gate to the demonic world will open. Destruction! Carnage and despair! Let your instincts drive. Entrap this world in fear, as its very name, Tevin McGloon, strikes terror into the heart of mankind. Then I will become the ultimate ruler of this wasteland, engulfed with pandemonium. The demonic power that Sparta once imprisoned. Dieser kranke Bastard! Er ist so krank, dass ich schon krank werde von den Kranksein. Aber ist euch mal was aufgefallen? Ich krieg's nicht mal gebacken, zwei Missionen in einem Part zu packen. Das ist ein schlechtes Omen. Aber ich danke euch fürs Zuschauen und... ja, ich würde sagen... sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, bis dann.